Hallo Leute, willkommen beim Sims 4 Kendra Let's Play. Kendra will die Abenteuer der Sims-Welt kennenlernen. Dies ist Teil 78. Ja, jetzt schauen wir mal, wie Mia und Judy so drauf sind. Judy geht's offenbar gut. Mia scheint krank zu sein. Okay, da können wir wohl was gegen tun. Mal gucken, ob es Medizin im Kühlschrank gibt. Jawohl, sehr gut. So, dann soll sie mal Medizin nehmen. Und dann müsste sie gleich bereit sein für ein Abenteuer zum Männer kennenlernen. So. Und besser? Sehr gut. Und Judy? Judy schwimmt hier. Gut, dann kannst du mal rauskommen. Ja. Sehr gut. Oh, und Kendra hat ein Meisterwerk fertiggestellt. Na, das ist prima. Bist du jetzt etwa auch krank? Warte mal. Okay, gut. Dann kriegst du auch Medizin. Öffnen. Medizin. So, nehmen. Ah, so, Geburtstag ist anstrengend. Besser? Jawohl. Okay, dann kannst du losgehen. Obwohl, zieh dir vielleicht mal besser was Vernünftiges an. Nein, nicht Kleidung ausziehen. Hier so dein normales Outfit. Ja, das ist in Ordnung. Und wie ist Mia angezogen? Die ist ja auch im Badeanzug. So kannst du aber nicht rausgehen, obwohl das natürlich den Herren der Schöpfung meistens gut gefällt, aber wir nehmen mal das normale Outfit. Ja, sehr gut. Wie, schon wieder krank? Nee, geht nicht. Also, wir gehen jetzt mal los. Ja, also, ich möchte gern, ja, mit denen einen drauf machen. Also, mit den beiden Herren aus dem Nachbarhaus. Hier, da, die beiden. Mit den beiden Rothaarigen. Ja, und ich denke mal, das geht am besten, wenn sie zusammen irgendwo hingehen. Vielleicht in den Park oder so. Denn zu Hause hat man dann doch wieder hin und her mit den Babys und mit den anderen Kindern und muss sich um, ja, pinkeln gehen und verschmutzte Teller wegräumen kümmern. Und so in so einem Park geht es nur um die Bedürfnisse von den beiden und natürlich auch von den beiden jungen Herren. Und das werden wir mal sehen, wie das so läuft. Jo, da sind sie ja schon. Gut. Ja, ich würde sagen, Mia, begrüß einfach mal beide. So. Über Interessen reden. Und Judy, begrüß auch mal beide. Ja, Zuspruch geben klingt gut. Und kennenlernen. Wangle Fruit Dupes. Yips? Bamboo. Yips from Jab. Okay. Kennenlernen und hier auch kennenlernen. Und Mia sollte auch am besten mal, ja, beide kennenlernen oder irgendwie was Ähnliches machen. So, oh, er ist ein Kunstliebhaber und romantisch. Ja, das geht doch schon mal ganz gut. Oh, ein Festival. Gut. Sehr schön. Dann würde ich sagen, dann gehen wir doch zusammen zu dem Festival. Ja, weil das ist interessanter als hier so auch in so einem Park. Aber so, wartet kurz. Bevor wir auf das Festival gehen, stelle ich mal die Musik aus. Mal gucken, ob das die Objektmusik ist. Wahrscheinlich. Ich mach mal Objektmusik aus. Und hoffe, dass dann auf dem Festival keine Musik ist,
wenn da dann doch Musik ist, muss ich ganz schnell mal pausieren und dann irgendwie den ganzen Spielsound ausstellen oder so. Denn ich habe wegen der Musik auf dem Festival einen Copyright-Hinweis gekriegt. Ich habe diese Episode schon mal gespielt und jetzt spiele ich die einfach ein zweites Mal. Gut, Leutchens, geht doch mal zu dem Festival. So. Jawohl. Genau. Ihr alle zusammen. So. Ja. Ja, also das ist nichts Schlimmes gewesen, aber manchmal kriegt man wegen der Musik auf Festivals solche Copyright-Hinweise von YouTube und ich habe das Video dann schnell gelöscht und habe überlegt, ob ich das mit Voice-Over überspreche und so. Und dann dachte ich, ach nee, das ist, passt irgendwie hinten und vorne nicht. Ich spiel's einfach nochmal ohne Musik. Und ich hoffe, dass jetzt keine Musik... Das Singen dürfte ja wohl gehen. Schlecht genug ist es. Da hat bestimmt keiner ein Copyright drauf. So, jetzt sag doch mal, hier wieder irgendwelche netten Interessen zu diesen Handyspielenden Leuten. Ja, redet mal über Träume und du sag hier kennenlernen und Fotos teilen. Ogrejob? Warba? Ja? Ah. Garul. Okay, jetzt gehen wir mal zu dem Festival und mal gucken, ob da tatsächlich keine Musik ist. Langsam anpirschen. Ja, hier, da kommt jetzt keine Musik raus. Das ist gut. Also geht doch einfach mal zusammen hier hin. Sehr gut. Und hier gibt's auch was zu essen. Na, hier nicht, aber dort gibt's was zu essen. Und hier gibt's diesen Wettbewerb, aber ich glaube, das ist denen zu scharf. Die sind ja gar nichts gewöhnt. So. Okay. Warum rennt ihr alle weg? So. Red mal mit ihm über Interessen und herbeirufen. Ja, komm doch du lieber einfach her. Genau. So freundlich kennenlernen. Ich denke mal, zum Flirten ist es noch ein bisschen zu früh. Redet doch mal über Farbtheorie. Das ist doch eine feine Sache. Kennenlernen kann man sich nie genug. Nach Tag fragen. Ich denke mal, Armen ist noch deutlich zu früh. So. Ja, wir reden noch ein bisschen so. Und vielleicht mal in die Wolken schauen. Dann kann ich mich währenddessen nämlich um die Judy kümmern. Die hier auch mit ihm mal reden sollen. Okay, über Grundbesitz plaudern. Und über die Träume könnt ihr reden. Ja, Bewunderung ausdrücken. Bei ihr sieht das schon deutlich besser aus, weil sie sich so höflich vorstellen konnte. Das ist schon sehr praktisch. Ihr könntet mal eure Fotos teilen. Ja. Und vielleicht könntet ihr dann eine tiefgründige Unterhaltung führen. Das rothaarige Weibchen steht da wie das dritte Rad am Wagen. Aber das ist ja im Prinzip ein Doppeldate und keine allgemeine Leute kennenlernen. So, wir probieren es mal mit Flirten. Ja. Okay. Sie sind schon beste Freunde. Das ist doch gut. Jetzt nochmal flirten. Sie könnten schon einziehen zusammen. Das ist doch gut. Ja. So. Schlag ihm doch mal einen verrückten Plan vor.
und frag ihn nach seinem Tag. Tja, jetzt ist er weggerannt. Mal gucken. Aha, geht er da in die Karaoke-Bar. Nun gut. Jetzt gucken wir mal. Aha, unsere beiden Kandidaten, die anderen, die haben bis eben auf dem Boden gelegen. Und jetzt rennt er auch weg. Ob die vielleicht in die Karaoke-Bar gehen wollen? Und ihr wollt woanders? Hey, eigentlich wollte ich hier ein heißes Date mit euch machen. Naja, spendet euch ein paar Simoleons. Das ist ja das Geld eurer relativ reichen Eltern. Okay. Ja, ist erstaunlich, die Musik ist da, aber wegen der gab es auch noch nie Ärger. Wisst ihr was, ihr könnt bei der Gelegenheit vielleicht einfach mal hier was von diesen interessanten Sachen probieren. Essen probieren. Und du könntest mal Tagine, Curry, Hähnchenburrito, Curry. Nehmen wir doch mal ein Hähnchenburrito. Ah, das ist dann nur die Mini-Portion. Das ist ja cool. Dann kann man also von allem mal so ein bisschen probieren. Sehr cool. So. Und Judy, du kannst einfach auch mal von allem probieren. Macht das womöglich überhaupt nicht satt? Das ist ja ein bisschen wenig. So. Das hatte sie, glaube ich, schon. Doch, so ein klein bisschen macht es satt. Und? Schmeckt's euch? Ah, der Koch erzählt, wie toll er das gekocht hat. Ja, geh du einfach mal aufs Klo, Judy. Hier gibt's ja welche. Und ich guck mal mit der Mia so lange, ob ich der eine richtige Mahlzeit zukommen lasse. Guck mal, ich glaube, jetzt gucke ich mir die falsche an. Mia? Ach, sie will einen Drink. Na, das ist doch auch mal interessant. Ja. Gut, trink das ruhig mal. Und dann könntest du dir hier vielleicht von den Sachen was nehmen. Probier's mal mit einem Tofu-Burger. Warum nicht Tofu-Burger? Nimm dir mal ein Gericht. Ich guck mal, ob unsere Kandidaten vielleicht mal wieder aufkreuzen. Judy singt? Wo singt sie? Na, das werde ich gleich mal gucken. Oh, da liegt einer und schläft. Der ist wohl müde. Da ist ja nicht viel los in der Karaoke-Bar. So, ach ja, er hat wohl auch... Jetzt ist er wohl hungrig. Ja, auf dem Festival gibt es jede Menge zu essen. Wahrscheinlich kreuzt er bestimmt gleich wieder auf. So, Judy steht da. Hey, du bist eigentlich auch hungrig. Du könntest auch mal hierher gehen und dir... Nimm dir auch mal Tofu-Burger. Ja, du könntest dich bei dem mal freundlich vorstellen. Du könntest dich höflich vorstellen. Oh, sie kennt ihn schon. Das ist doch zu scharf. Judy, bist du das? Aha, du hast dich umgezogen. Ja. Dag, dag. Ah, jetzt muss sie aufs Klo, dann geh doch mal. Okay, und wenn das fertig erledigt ist, dann suchen wir die beiden Herren der Schöpfung mal wieder auf. Ich hoffe, dass die
die Zeit genutzt haben, um sich zu erholen und wieder fit für neue Anmachversuche sind. Dieses Festival ist irgendwie ganz anders ohne Musik. Die Musik war gar nichts, also ohne diese offizielle Festivalmusik, meine ich. Die war schon ganz nett und beschwingend und so. Da hockt er. Du hättest jetzt auch was essen können in der Zeit. Nun ja. Weißt du was? Mia, geh du mal hier hin und schwätz mit ihm über Träume und von Ideen und für eine tiefgründige Unterhaltung. Und Judy, schnapp dir mal den da. Der steht da so ratlos und redet mit ihm über Träume und wo geht er hin? Geht er etwa zu Judy? Naja, das wäre ja in meinem Sinne. Nee, Judy, hier, da, den da. Runde herbeirufen, das ist vielleicht das Beste. So, dann haben wir sie wieder beisammen. Judy, jetzt hast du sie alle herbeigerufen. Ah, der muss wohl auch was essen. Dann lasse ich jetzt erstmal die Mia mit. Er ist auch hungrig. Ja, dann ess halt was. Hier gibt es bergeweise zu essen. Vielleicht lasse ich Judy und Mia auch einfach mal die besuchen. So. Jetzt sitzen die da. Okay, also. Mia, setz dich mal hier hin. Zusammensitzen. Das ist schon mal gut. Ja, zusammensitzen. Oh, jetzt ist mir hier diese Gitarrenmusik ein bisschen zu laut irgendwie. Das war jetzt aber eine kurze Aktion mit dem Zusammensitzen. Man fasst es nicht. Also, Judy. Wo ist der Yannick? Da hat er extra was gekocht und jetzt kauft er sich was. Ein instabiler Geselle. Jetzt warte ich mal ab, wo der sich hinsetzt. Also, solange der da so unbestimmt rumrennt, lass ich mal die Mia mit dem da reden. Kennenlernen. Wenigstens etwas. Über Grundbesitz, glaube ich. Und über Farbtheorie reden, das ist doch sehr interessant. Ja. Jetzt brauche ich natürlich auch noch einen Screenshot, bevor mir die irgendwie abhanden gekommen. Ja. Führt mal eine tiefgründige Unterhaltung und redet über eure Träume und über eure Interessen. Und probiert mal ein erstes Flirten. Und ein Kompliment über das Aussehen. Ja, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Und redet noch mal über eure Interessen. Und fragt nach dem Tag. Ja. Frag ihn mal, ob er Single ist. Ja, und rede mit ihm über Spielstrategie. Jetzt haut er ab. Okay, da ist jetzt die Judy wieder. Und wo ist der andere?
Ja, oh, die werden jetzt auch schon müde. Ich denke mal, ich schicke die nach Hause. Und da müssen wir einfach noch mal weiter dran arbeiten. Ja, das war doch ein schöner Abend. Hier ist auch schon alles am Schließen. Okay, gut. Dann verabschiede ich mich mal von euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.